Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne einem Zuschauerwunsch natürlich Rechnung tragen. Und zwar die lieben Petra, die ist ja eine meiner ersten treuen, lieben Zuschauerinnen und hat über Jahre oder über die anderthalb Jahre nicht aufgegeben und guckt mich weiterhin, was ich großartig finde. An dieser Stelle ganz liebe Grüße, liebe Petra. Du hast dir gewünscht gestern, ich soll doch mal so ein Klar-Skin-Tutorial machen. Und dem komme ich natürlich gerne nah. Allerdings muss ich dazu sagen, hatte ich ein bisschen Schiss davor, weil ich habe mich erstmal informiert, nochmal ausführlicher. Ich habe das vorher schon gesehen, dass es jetzt plötzlich ein Trend ist. Allerdings gibt es das Klar Skin aus Korea schon seit Jahren. Das wurde jetzt nur irgendwie wieder up to date und hat aber, glaube ich, nichts mit Yoga Skin zu tun, weil das ist, glaube ich, eher so eine Erfindung aus von irgendeiner amerikanischen YouTuberin, die halt irgendwie mal einen neuen Begriff erfinden wollte. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Look, der bei den Koreanern extrem beliebt ist. Und es betrifft ja nicht nur das Make-up, was man aufträgt, sondern auch ganz, ganz viel die Hautpflege, also die Schritte davor, sowohl morgens als auch abends. Und das ist natürlich so eine Sache, die wir in Europa vielleicht ein bisschen anders machen oder auch einen anderen Geschmack haben. Und nicht für jeden ist so ein glowy Look geeignet, oder doch? Also, ich habe es jetzt sehr glowy gemacht. Das ist das Maximale, was ich so rausholen konnte. Erzähle ich aber auch gerne so ein bisschen Skincare, also das heißt Hautpflege, die ich vorher auftrage. Zeige euch das und dann gebe ich euch immer ganz gute Alternativen an. Also das heißt, wenn ich halt irgendwie so ein Lipstick habe und hier ein Lipstick und dann verwende ich halt irgendwie, oder sage ich noch gerne Alternativen, die ihr dann auf alle Fälle hier auch findet und die ihr anwenden könnt, weil ansonsten macht das Ganze ja keinen Spaß. Und ich habe auch versucht, das Ganze sehr kostengünstig zu halten. Also es sind jetzt keine teuren Luxusmarken oder sowas dabei. Und wenn ja, wie gesagt, erzähle ich euch immer eine günstige Alternative dazu, damit ihr auf alle Fälle diesen Look mal zu Hause ausprobieren könnt und könnt dann selber entscheiden, ist das was für mich oder ist es nichts. Ansonsten, wenn ihr neugierig seid, dann bleibt einfach dran und viel Spaß beim Tutorial. Klar Skin kommt ja aus Korea und der Trend ist ja eigentlich gar nicht so neu, sondern die Koreaner haben ja eine ganz spezielle Hautpflege oder ein Hautpflegeregime, das sie ja morgens und abends quasi durchziehen. Das sind meistens so 10 Schritte. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, aber die Koreaner möchten halt eben eine sehr leuchtende, sehr helle, sehr glänzende und insgesamt halt sehr strahlende Haut haben. Und diesbezüglich machen sie halt eben einmal Skincare als auch halt eben als Make-up. Verwenden sie Produkte, die halt eben die Haut sehr transparent aussehen lassen. Und dieses Klar Skin ist halt eben dieser transparente Look. Wie gesagt, das gibt es schon seit Jahren. Das ist jetzt mal wieder so aufgeflammt, weil man sagt, ja, das ist jetzt mal ein neuer Trend. Die Koreaner grundsätzlich haben ja, wie gesagt, diesen 10-Punkte-Programm. Das heißt, sie machen einen ölhaltigen Cleanser, also Reinigungsmittel, dann wasserhaltige Reinigungsmittel. Dann wird ein Toner aufgetragen, dann gibt es eine Essence, dann gibt es ein Öl. Dann zwischendurch wird noch irgendwie eine Face-Maske aufgelegt. Dann hinterher das Ganze auch mit Öl versiegelt, eine Feuchtigkeitscreme natürlich noch, eine Augencreme. Und hinterher noch irgendwie mit Öl das Ganze versiegelt, dass es schön einzieht. Und das kann man machen, wenn man viel Zeit hat. Man kann es auch eben nicht machen. Ich glaube, viele machen ja auch halt irgendwie ölhaltige Augen-Make-up-Entferner, dann halt irgendwie vielleicht so einen Cleanser, so einen milchhaltigen für die für das Gesicht, dann nochmal mit Micellen drüber. Also man macht schon auch, also ich mache zum Beispiel auch mehrere Steps. Und das ist eigentlich so eine gewisse Routine, wo man halt eben verschiedene, nochmal eine Feuchtigkeitscreme und nochmal ein Serum verwendet. Und im Prinzip sind wir eigentlich gar nicht so weit davon entfernt, glaube ich. Genau, ich möchte euch halt, ich bin jetzt frisch aus der Dusche, habe da meine Haut, warte mal, ich zeig's euch mal. Bart habe ich heute verwendet und zwar Visible Clear Tint Correct, also hautschonendes Peeling. Ich finde die Produkte von Neutrogena sehr, sehr gut. Und das habe ich halt eben schon verwendet, weil das kann man auch öfters verwenden. Es ist wirklich sehr mild, sehr schonend, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Haut sich hinterher klarer oder gereinigter anfühlt. Ich merke halt jetzt, dass es sehr trocken wird. Ich muss jetzt unbedingt was draufgeben. Es ist aber nicht so, wenn ich jetzt dieses Peeling verwendet habe, dass meine Haut mehr nach irgendeiner Feuchtigkeit schreit. Also nach dem Baden ist es grundsätzlich so, dass ich ein sehr trockenes Hautgefühl habe und der verstärkt das nicht. Deswegen finde ich den sehr gut, weil er halt eben hautschonend ist, finde ich. Übrigens, wenn ich euch Produkte zeige, versuche ich auch, also gerade so beim Make-up oder bei der Pflege, auch so ein paar Alternativen zu geben oder wo ihr es bekommen könnt.
Fangen wir mal an. Normalerweise, ich habe jetzt hier ein bisschen Butter auch getragen. Das ist jetzt schon fast wieder weg. Jetzt gebe ich hier nochmal meine 8-Hour-Cream auf. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man wirklich sehr trockene Lippen hat. Und ihr habt mir auch einige Sachen in der, im Kommentar gestern hinterlassen, wofür ich sehr dankbar bin. Und das werde ich auf alle Fälle auch mal ausprobieren. Das ist ein PO-Effektor und der ist für vergrößerte Poren und für eine Reduzierung der Talgproduktion. Und das habe ich mir jetzt nur hier in der T-Zone leicht eingeklopft. Das ist so ein Tipp von mir, ihr solltet, oder mein Rat wäre, dass ihr das immer zielgerichtet solche Serien einsetzt, weil wenn ich hier eine erhöhte Talgproduktion habe, dann möchte ich ja das ein bisschen reduzieren. Wenn ich das aber halt überall aufgebe, auf den Wangen oder am Hals, dann trocknet das aus und das ist natürlich nicht gut für eure Haut. Also immer zielgerichtet oder punktuell da auftragen, wo ihr es wirklich braucht. Dann ist hier ein das orangefarbene, das heißt Q10 Effektor. Das ist spezifisch für die Spannkraft und Elastizität. Dann haben wir hier zwei Produkte, die eigentlich, wobei ich nicht weiß, also es sind halt unterschiedliche Wirkstoffe, aber sie haben beide Regeneration, erhöhte Elastizität der Haut und Anti-Aging. Da gibt es einmal diesen VR-Effektor, den habe ich schon mal einmal durchgemacht. Und hier das sehr berühmte Skin Ache, das ist ein bisschen teurer als die anderen, weil es halt eben noch zusätzliche Wirkstoffe aus der Natur hat, die eben Anti-Aging und gut für die Hautspannkraft sind. Und dann gibt es noch eins, das ist Feuchtigkeits-Anti-Aging und straffend. Das ist, wie heißt das hier? CO-Effektor. Kommt in so einem Fläschchen. Es gibt noch mehr. Und was ich halt eben fantastisch finde, ich habe gerade mal gegoogelt, es gibt es sogar bei Zalando. Da ist es ungefähr so zwischen 18 und 19 Euro, so ein Fläschchen. Und es gibt sie jetzt ganz neu bei Douglas. Kostet auch zwischen 19 und 22 Euro, ist ein bisschen teurer. Aber ich finde es großartig, dass Douglas das jetzt aufführt. Oder überhaupt deutsche Firmen, dass die endlich auf den koreanischen Geschmack gekommen sind. Und wenn ihr da 20% beim Douglas habt, das ist natürlich klasse. Diesen, das sind so ein bisschen milchige Emulsionen. Ich habe es eben schon mal gezeigt. Nehme ich hier und gebe mir das halt eben hier im Rest des Gesichtes auf. Und auch hier im Hals vor allen Dingen und klopfe mir das so ein. Das Schöne halt eben an diesen koreanischen Philosophie, ist es wirklich eine Philosophie, ist tatsächlich, dass man nicht nur so ein bisschen eine Hautvorbereitung macht, um Make-up aufzutragen, sondern das ist immer gleich so ein kleiner Facial mit dabei, so ein bisschen, ich tue mir was gut, das ist, massiere mir so oder klopfe mir das halt in die Haut ein. Und dass man einfach, ja, nicht nur die Haut pflegt, sondern gleichzeitig auch so ein bisschen therapiert vielleicht. Ne? Also sich was Gutes tut. Wer macht das schon mit sich normalerweise? Also ich setze mich abends auch nicht hin und mache das. Ne? Aber es ist angenehm, es ist gut für die Hautdurchblutung. Und naja, zumindest mal für das Tutorial kann man es gut machen. So, jetzt seht ihr schon, dass die Haut eigentlich, es klebt auch ein bisschen, aber das ist gar nicht schlecht, dass es schon ein bisschen vorbereitet ist. Was ich dann mache, immer, das ist hier von Innisfree, diese beiden, das ist Perfect 9 Repair Lotion und das Serum. Und das ist meine Feuchtigkeitspflege und mein Serum, was ich jeden Tag morgens und abends verwende. Also das heißt, ich gebe mir hier so zwei Pumpstöße auf die Hand. Wie weit bin ich denn? Also es ist ungefähr so viel, habe ich jetzt verwendet und ich liebe dieses Zeug und es riecht so abartig gut. Und oh, das ist so toll. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, ne? Also, wenn ihr Produkte habt, die komisch riechen oder, wie gesagt, zum Beispiel gab es Primer von Catrice, der hat so komisch nach Farbe gestunken. Also, wenn es dann auf der Haut eher so bleibt oder, wie gesagt, so eine Creme euch auftragt, die halt vielleicht eine gute Pflegewirkung hat, aber komisch riecht, dann hat man immer so ein bisschen Aversion dagegen. Und dann nehme ich hier nochmal einen Pumpstoß von dem. Und oh, das riecht so toll. Und wenn man positiv mit den Produkten oder für die Produkte ist, dann haben die schon mal einen Placebo-Effekt zumindest. Also, das ist richtig. Oh. Die Haut fühlt sich dann richtig schön weich an.
Und ich mache das auch immer noch mal auf den Handrücken und manchmal auch hier unten. Nenne ich manchmal öfters auch hier unten. So. So, was haben wir denn noch an Pflege? Genau. Was man da noch machen kann, ist zum Beispiel hier, ich habe hier ein Green Tea, also grünen Teeblätternebel. Und hier von Holika Holika Essence, diese Super Ceramide Mist, der ist einfach, habe ich euch auch schon ein paar Mal vorgestellt, der geilste feine Sprühnebel. Oh, geil, so geil, super, finde ich prima. So, das wäre jetzt, sagen wir mal, die Pflege, die ich aufgetragen habe. Und wie gesagt, ihr seht ja schon, dass die Haut eigentlich so schon sehr schön leuchtet oder beziehungsweise strahlt. Hat jemand gefragt, was der Unterschied zwischen Sheen und Glow und Glitzer? Also Sheen und Glow ist eigentlich so dasselbe. Und dann Sheen heißt ja das Strahlende, Glow auch. Und Glitzer ist halt tatsächlich mit Glitzerpartikeln. Also wenn man einen schönen Glow haben möchte, so von innen heraus strahlen, dann möchte man halt eben, dass es eben, ne, wie ein Jungbrunnen aussieht, aber halt eben nicht mit Glitzerpartikeln, die mich vielleicht auf den Augen auftrage. Und es gibt halt eben auch Produkte, die groben Glitzer haben, muss man einfach für sich entscheiden, ob man das mag oder nicht mag. Weil Glitzer, also es reflektiert halt eben alles das Licht und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, diese Lichtreflexion, die man hat. Und wenn ich halt das Licht reflektiere und habe hier unten ein paar Fältchen oder hier vielleicht irgendwelche Haut, die nicht so ganz toll ist, weil die halt trocken ist oder sowas, dann reflektiert ihr das Licht und dann sieht es einfach strahlend aus. Und das ist der ganze Hintergrund. So, jetzt sehe ich schon mal ziemlich geil aus. Und jetzt wollen wir natürlich halt eben das auch mit dem Make-up so halten, dass es halt eben weiterhin so ist. Also es gibt zum Beispiel hier, ich versuche jetzt auch irgendwelche Produkte zu nehmen, die halt eben nicht so teuer sind. Da habe ich hier von Catrice diesen Age Liquid Radiance Foundation. Die ist relativ neu. Jetzt würde ich mir natürlich so eine eher deckende Foundation hier nicht drauf machen, weil man will ja das Transparente, das Durchsichtige von der Haut haben. Und das sind natürlich deckende Make-ups völlig kontraindiziert. Das ist es eigentlich nicht. Aber man kann das ja auch strecken oder verdünnen. Dann habe ich hier zum Beispiel CC Glow Ruby Crystal von Dr. Brand. Habe ich sehr, sehr gerne genommen. Zeige ich euch nur mal, falls es jemand im Schrank hat, weil es gibt es nicht mehr oder es war lange Zeit out of stock. Ich weiß gar nicht mehr, ob es es noch gibt. Deswegen verwenden wir das heute nicht. Dann werde ich auf alle Fälle unter die Augen auftragen. Dieses von Dafin, das ist Anti-Dark Circle Illuminating. Liebe ich das Zeug, großartig, finde ich ganz, ganz toll. Dann habe ich hier zum Beispiel von Bourjois eine CC Cream, die mit drei Pigmenten, also Anti-Müdigkeit, Anti-Rot und Anti-was? Anti-Dunkel. So, die können wir nehmen. Das hier ist auch was, was ich im Sommer liebend gerne verwende von Bourjois. Das ist auch so ein Illuminating und feuchtigkeitsversorgend. Das ist aber natürlich halt jetzt sehr bronzy und würde zu dem Look nicht passen. Deswegen kommt das weg. Dann habe ich ja auch in letzter Zeit, oder habe ich euch auch schon gezeigt, diese Nude by Nature. Die ist sehr hell, sehr strahlend und die werden wir verwenden, weil es einfach super dazu passt. Und dann könnt ihr zum Beispiel, warte mal, was haben wir denn da noch? Die wollte ich auch verwenden und zwar ist die von Michaela Konrads und das ist genau dieser Weichzeichner-Effekt mit geringer Abdeckung und die werden wir auch verwenden, die ist nämlich super. So, was habe ich denn noch? Genau, und die tun wir mal weg und das machen wir das Auge. Und dann kann man natürlich noch Primer auftragen. Ne? Da habe ich einmal hier von Max Factor den Illuminating und Hydrating Primer, das ist natürlich auch großartig. Und von Laura Mercier gibt es auch einen Radiance Primer. Weil der ein bisschen teuer ist und wahrscheinlich auch viele nicht so daheim haben, nehmen wir einfach mal den von Max Factor. Gebe ich mir auch nochmal so einen Pumpstoß drauf und trage den auch hier nochmal auf. Klopfe mir das so ein. Dann gebe ich mir das hier noch auf unter die Augen. Ich liebe dieses Zeug. Ne, ihr drückt das so raus. Und dann kann man sich das wunderbar hier, das war jetzt ein bisschen viel,
und das Auge aufgeben. Ich mache es meistens gerne einfach mit dem Finger. Und das macht die Haut wunderbar weich und zart. Mag ich unheimlich gerne. So, jetzt haben wir das und das. Was man natürlich auch machen kann, ist immer noch so ein bisschen Öl. Wie gesagt, rein, wenn jetzt irgendwas zu dick ist. Ich habe hier ein wunderschönes Öl von Kiko. Das finde ich ganz toll. Und ich habe mir gedacht, weil es ja ein koreanisches Tutorial ist, nehmen wir auch die CC Cream von Erborian. Ist jetzt, weiß ich, halt ein bisschen teurer. So, ich musste gerade mal meine 3 meiner 4 Männer verabschieden. Die gehen auf den Kindergeburtstag. So, ich würde sagen, wir nehmen von der die nicht, weil ihr die wahrscheinlich nicht zu Hause habt. Und deswegen nehmen wir, halt, bevor wir anfangen, machen wir auf die Wangen oder auf die Stellen, die wir besonders betonen wollen, machen wir schon mal einen Highlighter drauf. Da habe ich hier 2 von Makeup Revolution. Das eine ist Liquid Luminous Gold, das ist das hier. Und das hier ist Bronze Gold. Das ist halt eben zu dunkel. Nehmen wir das hier. Jetzt hier so ein bisschen aufgetragen. Und das verteile ich hier mit dem Finger. Und gebe das hier schon mal auf die Haut. Unter das Make-up. So, und gibt es mir hier an den Stellen, die ich ein bisschen betont haben möchte. Jetzt sieht das Ganze noch mal glowy aus und jetzt gebe ich hier von der Michaela Konrads das hier, gebe so einen Pumpstoß, nehme mal von meiner Nude by Nature, weil die einfach einen tollen Glow hat, gebe ich die gleiche Menge drauf, also Mischungsverhältnis 1:1, gebe einen kleinen Tropfen hier von der Liquid. Hier. Und nehme hier von Kiko, das ist klasse, oder? Less is Better, das ist ein Highlighter, aber das ist ein sehr dezenter Highlighter, der also nicht so diesen Wahnsinnsglow hat jetzt wie das hier, sondern einfach sehr dezent. Und dafür nochmal einen Pumpstoß. Meine Güte. Öl brauche ich glaube ich nicht, deswegen lasse ich das jetzt weg. Vermische das hier so auf meinem Handrücken. Und gebe mir das hier so ein bisschen auf und nehme dann so einen fluffigen Pinsel, wie halt den da, der ist von Makeup Revolution, der kostet auch ganz wenig Geld, und verteile das in mein Gesicht. Also ganz dezent, kaum irgendwie eine Abdeckung. Das soll doch nicht das Ziel sein. Das Ziel sein soll sein, dass man halt eben, die Zielsetzung ist, dass man halt eben eine tolle, strahlende Haut hat. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn ihr halt so einen leichten Pinsel hier nehmt, so einen Duo-Fiable Brush, der einfach nicht deckend ist, sondern wirklich nur das Produkt hier ganz sheer, also das heißt ganz transparent aufträgt.
Und ihr seht auch, also von der Farbe her ist eigentlich kaum Farbe drauf. So, ihr seht, ich habe noch mehr als die Hälfte übrig. Das brauche ich aber auch gar nicht. Ich wollte es ja nur ganz dezent auftragen. Deswegen muss man da auch nicht mehr machen. Und natürlich, wenn ihr sagt, mir ist das hier zu viel oder ich möchte hier so ein bisschen das in der T-Zone ein bisschen matter haben, könnt ihr das natürlich mit dem Puder bearbeiten. Das ist natürlich keine Frage. Das kann jeder machen, wie er will. Ich mache es jetzt nicht, weil ich halt einfach diesen Glow haben möchte. Was ich jetzt aber noch mache, ist so ein bisschen Spot Concealing. Auch mit der Michaela Konrads, mit dieser Peekaboo Palette. Einfach so ein bisschen, wo noch hier so ein bisschen Unebenheiten sind, die ich halt gerne ausgeglichen haben möchte, dann mache ich das eben damit. Und dann nehme ich mir halt auch so ein Pinselchen hier, der ist von Essence. Das ist so ein kleines, da kann man sehr schön Spot Concealing mitmachen. Und das decke ich jetzt halt eben ab. Jetzt haben wir das Spot Concealing gemacht. Dann, die Koreaner verwenden eigentlich keine Kontur oder Bronzer, sondern die wollen ja die Haut sehr, sehr hell lassen, sehr illuminiert. Was sie natürlich verwenden, ist nochmal zusätzlich hier ein Highlighter oder an den Stellen, wo man es gerne nochmal intensiver haben möchte. Und natürlich so ein bisschen Lippenrot und ein bisschen Blush. Und das machen wir jetzt mal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was ihr machen könnt bezüglich Blushes. Ich habe zum Beispiel hier ein koreanischer Lippenstift. Der ist sehr glänzend und sehr schier. Den kann man dann natürlich zum Beispiel auch verwenden, um da jetzt noch ein bisschen, der hat auch so einen schönen Glanz, um da zum Beispiel das nochmal mit Highlighter zu vermischen und dann auf die Wangen aufzutragen. Dann, also man sollte auf alle Fälle, wäre es halt schön, wenn man so ein Flüssigprodukt zu nehmen. Dann habe ich hier von Misha so ein wunderschönes Blush. So ein Cushion Blush, das ist natürlich auch ganz toll und gibt ganz viel Feuchtigkeit. Und dann habe ich hier so verschiedene Lip Tints. Einmal hier, das ist von auch von Misha. Und dann hier zum Beispiel in verschiedenen Farben. Die sind auch alle von, weiß ich jetzt gar nicht, auch so ein koreanischer Brand. Und was ihr auch machen könnt, es gibt zum Beispiel hier so ein Lip Tint von Elf, auch sehr kostengünstig. Oder hier zum Beispiel von Bourjois. Das ist auch so ein Aqua-Lack, der extrem feuchtigkeitsspendend ist, eben auf Wasserbasis. Super toll ist zum Beispiel für die Lippen und kann man auch für die Wangen nehmen, wenn man es ein bisschen verdünnt. Oder hier, das habe ich auch noch, das ist auch ein Paint Lip Tint. Der ist von, gucken wir mal, oh Gott, Made in Korea, weiß ich gar nicht mehr. Das ist hier so ein kräftiges Pink. Auch auf jeden Fall koreanische Brand. Ich weiß nicht welche. Hier so ein klassisches Rot. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das. Ne? Das heißt, ich nehme hier so ein bisschen auf die Hand. Das riecht gut nach Kirsche. So, und dann gebe ich hier noch ein bisschen Highlighter drauf. So, das vermische ich dann. Seht ihr? Und dann gebe ich das hier auf. Das kann man natürlich dann so aufbauen, je nach Farbintensität, wie man das haben möchte. Also man sieht schon den Unterschied, oder? Ich finde schon.
So, soll ja nur ein Hauch sein. Und machen wir es dann hier. Genau, und auf die Lippen. Und dann wird es auch mit dem Finger so verblendet. Also wirklich nur so ein Hauch sein, als hätte man dann eine Erdbeere gelutscht. Ne? So. Also kein Lip Liner, kein festen Grenzen oder keine scharfen Kanten oder sowas. Genau. Und da gebe ich jetzt von Kiko noch einen Lipgloss drüber. Das ist ein farbloser Gloss, der aber halt sehr stark glänzt. Den gebe ich mir erst auf die Hand. Schwierig, da was rauszukriegen, weil der so hart, so fest ist. Den habe ich mir jetzt hier auf die Hand gemacht. Oh, das ist schwer, da was rauszukriegen. Echt Wahnsinn. So. Und dann nehme ich das so auf. So. Dann wirken die Lippen schön saftig, durchfeuchtet. Und das Ganze wirkt jugendlich. Also eigentlich geht es ja darum, mit 56 auszusehen wie 16. Ne? So. Halt, wir haben ja die Augen vergessen. Für die Augen. Für die Augen nehme ich hier, und zwar habe ich hier noch so einen ganz tollen Highlighter, und zwar Liquid Foil Eyeshadow. Der ist von H&M, den habe ich mir mal gekauft. Ihr könnt natürlich jetzt auch einfach den hier verwenden und euch auf die Augen machen. Das bleibt euch natürlich selber überlassen. So, ich mache mir hier so einen Tropfen drauf und gebe das mit dem Finger hier auf die Augenlider drauf. Und der setzt sich sehr schnell. Wow. Also der zieht schnell an. Das muss man wirklich sagen. So, noch ein Tropfen für die andere Seite. Wie gesagt, man kann natürlich alles verwenden, was den Glow unterstützt. Also der zieht sehr schnell an, hat aber einen schönen Glow und setzt sich überhaupt nicht ab. Tolles Produkt, das habe ich schon das erste Mal verwendet. Das sieht klasse aus. Ich möchte gerne unter den Augen noch ein bisschen Concealer auftragen. Und dann nehme ich auch den Nummer 7 Radiant Glow, weil ich das halt unheimlich liebe, wenn halt sowieso das ein bisschen strahlt. Und deswegen nehme ich den hier. Ich nehme so einen ganz fluffigen Pinsel, nur hier vorne die Spitzen, und verteile das hier. Und das ist, dass es wirklich eine ganz dünne Schicht hat. Und dann gehe ich nochmal mit dem Finger drüber, damit es besser verschmilzt. Gegebenenfalls lege ich da noch was nach. So. Jetzt gehen wir hier mit dem Eyeliner so hier zwischen die Wimpern. Seht ihr den Unterschied? Die wirken jetzt schon viel dichter, wenn man das so ein bisschen zwischen den Wimpern verdunkelt, als auf der anderen Seite. Also dieses
Dieses Liquid Golder von H&M ist fantastisch. Das zieht so total schnell an, sieht richtig metallisch aus, wunderbar, setzt sich nicht ab. Wahnsinn, ganz toll. So, dann nehmen wir hier von Max Factor die Masterpiece Glamorous Extensions. Die hat hier ein ganz kleines Bürstchen. Die hat ein ganz kleines Bürstchen. Und damit tuschen wir jetzt die Wimpern. Also die macht ein schönes Volumen. Während es trocknet, damit ich da die Patzer wegmachen kann, gehe ich nur so ein bisschen mit dem Augenbrauengel durch die Wimpern, dass die ein bisschen Definition haben. Und jetzt zu guter Letzt kann man das Ganze ein bisschen setten, damit es auch ein bisschen länger hält. Dafür verwenden wir aber kein normales Puder, sondern natürlich, was könnte es anderes sein? Die Hourglass. Das ist natürlich das perfekte Finish für so einen Look, weil es halt einfach ist fixiert und es glowt und es sieht fantastisch aus. Ich habe hier das ist die MB Light Palette. Und als kostengünstige Alternative ist das hier. Und damit ihr seht, dass es ganz gut funktioniert, nehmen wir tatsächlich das günstigere. Dann gehe ich hier mit dem Stippling Brush hier einmal so quer rüber. Und ihr könnt natürlich auch unter den Augen das machen. Jesus Christ! Also in der Kamera strahle ich wie Glas. Wahnsinn, oder? Also, das wäre so das Maximale, was man meines Erachtens rausholen kann mit den Produkten, die ich halt hier zu Hause habe. Also ich finde den Look sehr schön. Wirklich natürlich, sehr, sehr glowy. Jetzt könnten wir es natürlich hier runterdauen, ne, in der T-Zone, dass es halt nicht so arg glänzt, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich wollte euch ja nur mal zeigen, was man machen kann, um halt eben ne, zusätzlich halt den Glow so rauszuholen. Und die Palette, die kann ich euch wirklich empfehlen. Also die kostet, glaube ich, 8 oder 9 Euro bei Makeup Revolution und das ist eine ganz tolle Geschichte, währenddessen hier, ich glaube, 50 oder 55 Euro kostet. Ne? So, ja, das war jetzt mein Make-up-Tutorial oder Glass-Skin-Look. Schreibt mir liebend gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, das ist irgendwas zum Nachmachen oder das ist halt so ein Trend oder damit fühle ich mich gar nicht wohl, würde mich sehr, sehr interessieren, weil es natürlich schon extrem ist, so zu glänzen und so ein Ton zu haben. Und ich finde es nicht schlecht. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe es, so Produkte mal neu auszuprobieren. Und vielen Dank, Petra, dass du gesagt hast, du hast dir das gewünscht. Und wie gesagt, schreibt mir liebend gerne in die Kommentare, was euch interessiert. Und wenn ich kann, dann mache ich das, ne? So, ansonsten, wie immer, wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Gebt dem Ganzen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.